Hallo mein Freund, ich muss hier mal da kurz vorbei. Der Weg ist weit und breit nicht ausgeschildert, was mich echt belastet. Böses Gebiet ist hier überall. So. Okay, ich muss doch irgendwie da hoch. So, ich sehe keine Wachen. Warum? Keine Wachen, da ist ein Arzt. Okay. Okay, okay. Bisschen unangenehm, macht nichts. Gut, dann machen wir hier mal Klopf, Klopf. Ezio Auditore! Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen! Penthesilea! Penthesilea! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta di conoscervi. Charmant, wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene, meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gäbe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Scusatemi, gib mir Bianca. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna d'Alviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Du hast ein bisschen Probleme mit deinen Haartexturen, gute Frau, aber ansonsten wirkst du ganz nett. Den Borgia-Hauptmann eliminieren, der mit seinen Truppen die Kaserne angreift, damit sich die Söldner auf den französischen Angriff konzentrieren können. Nur den Hauptmann der Borgia eliminieren, sonst niemanden. Kein Problem. Hey, haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht! So, war das jetzt der Hauptmann? Der ist nur ausgenockt, der ist nicht tot. Du, warum bist du nicht tot? Du solltest aber tot sein. Ich nehme an, jetzt ist er tot. Und weiter? Was jetzt nun? Was mache ich jetzt? Jetzt habe ich keinen Auftrag mehr. Den Hauptmann erledigt. Vielleicht nicht so erledigt, wie es erwartet war, aber... Ja,
Irgendjemand hat hier Stress. Vielleicht muss ich noch den Turm anzünden. Beim letzten Mal musste ich den Turm anzünden. Es ist ganz schön hoch hier. Mal gucken, ich gehe mal darüber. Oh, ich gehe mal nicht darüber. Entschuldigung, hab mich geirrt. Ich dachte, ich wollte darüber, aber ich will gar nicht darüber. Mein Fehler. Welch komische Vorstellung. Was stellst du dir vor? Ich bin wieder da. Ich bin wieder weg. Ja, der macht komische Sachen. Tauchst du doch wieder auf? Danke. Gott. Ist ja nett. Erstmal gucken. Sehen wir hier jemanden? Nein, wir sehen hier niemanden. Schleichen wir uns außen mal das Türmchen hoch, bis sie geht da noch. Hoffe ich schon mal. Netterweise haben die ja, egal in welcher Epoche, egal in welcher Welt, immer so gebaut, dass Assassinen hochklettern können. Auch so von der Anordnung der Fenster her und allem und der Simse. Immer alles assassinenfreundlich gebaut. Ich finde das nett. Ich finde das sehr sympathisch. Diese Ecken hasse ich. Kein normaler Mensch würde einen solchen Sprung machen und überleben und hier schaffen und überhaupt. Aber ist mir egal. Let the tower burn. Das war ein böser Rückenplatscher. Ah, jetzt muss ich zu Bartolomeo zurückkehren. Na, siehst du mal. Das Ding hier vorne wäre jetzt zu benutzen sehr witzig, nur funktioniert es nicht mehr. Irgendein Trottel hat das kaputt gemacht. Scheiße, verdammt. Tja, was machen wir denn jetzt? Hier komme ich nirgendwo hoch. Das kannst du doch mal hawken. Das kann ja sogar der Stephen hawken. Ah, Stephen Hawken-Witz. Gehen wir auf diesen Pfosten. Versuch mal von diesem Pfosten da drüben dran zu kommen. Werde von dort aus dann mal da oben lang und hier lang und da lang und dann kommen wir auf die Brücke oder auch nicht. Ne, okay, er will diesen Knopf hier noch mitnehmen. Geht's ums Prinzip. So. Ja, ja, wir arbeiten dran. Borgia-Albtraum ist in Angriff genommen. Was haben wir denn hier palisadiert? Ach, guck an, Das ist hier so ein Special-Lager mit Special-Gegnern drin.
Ich weiß nicht, ob das jetzt so fett wie die da aussehen, die da am Dings stehen. Ja, das zu machen wäre leichtsinnig. Das tut ziemlich weh, glaube ich. Ob die nicht ein bisschen zu. Die sehen nämlich irgendwie brutal aus, die da stehen an der Truhe. Trotzdem habe ich irgendwie das Bedürfnis, dieses Lager zu räumen. Ich bin einfach so ein fürchterlicher Lagerräumer. Hoppla! Ja, ich glaube, da sind noch drei Punkte, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, Lager geräumt. Ups! Was ist denn hier passiert? Stehen noch drei Wachtposten, die sich da jetzt nicht so groß für interessiert haben. Die kümmern wir uns jetzt auch noch. Wolltest mich wirklich mit der Armbrust erschießen? Ist das dein Ernst? Wie die sich benehmen hier. Das ist fürchterlich. So. Ach, da liegt ja noch einer. Mein Freund, da du noch lebst, bist du jetzt meine Geisel. Aber nicht lang, keine Angst. Ich werde dich nicht ewig als Geisel halten, nur für so einen Moment. Ach, guck mal, das Kolosseum ist ja hübsch. So, bis hierhin vielleicht. So, bis hierhin. Geisel nur bis hierhin. Und dann bist du frei. Du bist frei. Ich sagte, du bist frei. Hi. Dottore. Für alle Schäfchen Gottes. Finde ich gut. Ah, ich bin schon voll. Ist ja cool. Ach, ist ja cool. Ich sammle fleißig immer wieder ein und so. Ja, ich verstehe. Was kostet der Spaß? Ach ja, komm. Weil ich gerade hier bin. Bald fühlt ihr euch schon viel besser. Ey, ich fühle mich besser, danke. Fühlt ihr euch auch gut, ihr zwei? Ganz ehrlich, fühlt ihr euch gut? Ey. Ich wusste, ich kenne euch irgendwoher. Vielen Dank für die Hilfe, mein Freund.